Während Deutschland erwacht und in das Treiben der Morgenstunden übergeht, ticken die Uhren im Kloster Toplu auf Kreta langsamer. Der Abt Philotheos beginnt den Tag mit dem Gebet. Nachdem er sich ein wenig Zeit für Ruhe und Besinnung gegönnt hat, widmet er sich unserem köstlichen Olivenöl, ganz nach alter Tradition. Er schaut auf dem Olivenhain nach dem Rechten, trifft Familien, die ihre Ernten beisteuern, hilft bei der Arbeit auf dem Feld und bespricht sich mit seinen weltlichen Kollegen. Worin liegt das Geheimnis? Vor allem sind es die Koroniki-Oliven, die besonders schonend verarbeitet werden. Und vielleicht auch ein wenig himmlische Hilfe. Direkt nach der Ernte werden die Früchte kalt gepresst, um höchste Qualität zu erhalten. Das so gewonnene extra native Olivenöl wird unter optimalen Bedingungen gelagert, bis es schließlich abgefüllt wird. Bis heute werden viele Arbeitsschritte noch von Hand erledigt. Das Ergebnis ist ein Olivenöl, dessen Geschmack Kreta feiert. Seine Landschaft, die Bewohner, das Meer und deren Kultur. Und wenn wir von der HMF Food unsere Freunde im Kloster besuchen, dann schauen wir nicht nur auf den Tag zurück oder kümmern uns um die Zukunft. Wir verweilen auch im Moment. Wir genießen die Geschenke der Natur mit Brot, Wein, Geselligkeit und unserem Kloster Toplu Olivenöl.